Herzlich willkommen zurück. Ich weiß es gar nicht mehr. Kommen jetzt Videosequenzen oder haben wir die schon durch? Und es kommt die nächste Mission? Nee, scheinen wir Videosequenzen weiterzugehen. Dann sind wir wahrscheinlich immer noch bei demselben, ne? Hallo, Mona. Ja. So. Rachel, was hast du denn? Ah. Hi, Colonel. Hi. Setzen Sie sich doch. Oh, danke. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist. Stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß. Ich hoffe bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sagen, was Sache ist. Ich bin für klare Linien, deshalb fühle ich mich in meinem Beruf auch so wohl. Entweder ein Motor funktioniert oder nicht. Maschinen lügen nicht. Ja, jedenfalls nicht so viel wie die Menschen. Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen. Sie müssen eine Inspektion standhalten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Und was ist mit meiner Inspektion? Verläuft sie erfolgreich? Nur Auserwählte werden der Inspektion unterzogen. Tja, okay. Ja, haben wir also schon mal von der Excalibur erfahren. Bereit für die Besprechung? Ja, Sir. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden sicher unter Beschuss der Kilorathi kommen. Viel Glück, Colonel. Na dann. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Ich flieg mit Cobra. Ich will, dass sie diesmal neben mir. Solange wie das geht, machen wir das, denke ich. Tja, oder das Ding hier. Ja, los, da das vorgeschlagen war, nehmen wir das ruhig mal. Sie können jetzt starten, Colonel. Jetzt hier mal das Cockpit von angucken. Es ist nicht wirklich viel anders. Auf geht die Fahrt. Oh, hier ist nichts. Also, weiter geht's. Feind gesichtet, Colonel. Jo. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Dann mal ran da. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Na komm ich schon. Die erste Drive, ja. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Und zerstört. Oh, ist alles im grünen Bereich. Weiter geht's. Zu meiner Abschussliste ein bisschen hochtreiben hier. Feind gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Ja, ich habe jetzt natürlich keine Torpedos, ne? Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Hätte ich mal doch die Thunderbolt genommen.
jetzt habe ich hier die A-Karte. Soweit so gut. Jawohl, ich hab den Dreckpack erwischt. Na komm, na komm, na komm. So. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja. Und jetzt kümmere ich mich noch um dich hier. Jo. Läuft. Gucken, dass es weitergeht. Keine Raketen mehr. Hm. Ist ja schön. Aber mit ihr zusammen wird das bestimmt noch was werden. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Tag. Soll mal gar nicht abwarten, dass sie irgendwie da sind. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ich habe schandlich über Nachkommen verbracht. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Na dann, ist ja gut. Kümmern wir uns um die Nächsten. Na komm, gut. So, ich wollte noch mal gucken. Sergei Alt-O. Ja, steht auf Ass. Und unverwundbar bin ich auch nicht. So. Komm, dann zeig mal, was du drauf hast. Hat mich um einen Sieg betrogen. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja. Den Major alleine kaputt hier. Ah, ich bin hier schon in der Nähe von der Jump-Reihe, ja. Ne, die. So. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. Ja, das war doch nicht schlecht, würde ich sagen. Auch schon geschafft. Ah, ich darf plus und minus jetzt gerade. Ah, das war jetzt vielleicht... Herzlich willkommen zurück. Ich habe eine neue Aufnahme gestartet. Aus Versehen. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Leite Jumpsequenz ein. Weil ich mir die Taste zum Aufnahmestarten auf Minus gelegt habe und ich habe gerade die Geschwindigkeit reduziert, um dem da hinterher zu fliegen. Weil ich da nicht reinfliegen wollte mit. Ja, dumm gelaufen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Tja, wie es aussieht, ist der Colonel im Anmarsch. Ist alles paletti, Sie können reinfliegen. Muss ich mir mal doch eine andere Taste nochmal suchen, als außer die Minus-Taste, vielleicht mal oder geteilt. Ist vielleicht schlauer. Sehe ich auch nicht die Zeit, die bisher schon verstrichen ist. Das ist natürlich doof. Deshalb mache ich dann gegebenenfalls noch einen weiteren Aufnahmeteil. So, weitere 10 Minuten sind locker noch drin. Da können wir nochmal nach Videosequenzen gucken. Und vielleicht sogar noch eine Mission fliegen. Was, Flint? Sir? Man nennt sie Flint, richtig? Sie haben sich den Einsatzplan angesehen. Sie wollen also mitfliegen, Lieutenant? Sir, ich stamme aus einer uralten Kampfpilotenfamilie. Mein Bruder, mein Vater und mein Großvater, alles Kampfpiloten. Es liegt mir sozusagen im Blut. Was wollen Sie mir damit sagen? Ich weiß alles über Sie. Ich habe gedacht, dass Sie über die Leute auf der Victory Erkundigungen einziehen. Wir alle haben viel geleistet. Wir sind keine zweite Garnitur.
Das habe ich auch niemals gesagt. Sie befürchten wohl, dass ich bei der ersten Feindberührung versage. Das nicht, aber vielleicht bei der 20. oder 30. Vielleicht tauchen dann leichte Ermüdungserscheinungen bei Ihnen auf. Ich kann bei meinen Kampfpiloten keinerlei Risiko eingehen. Nichts für ungut, Sir, aber wenn Sie nur fliegen wollen, wenn es risikolos ist, dann werden Sie nicht sehr viel fliegen. Oh. Da ist was dran. Pech, hier habe ich das Sagen. Da ist was dran. Wen empfehlen Sie mir als Piloten? Oh, ich würde es nie wagen, einen Vorschlag zu machen, Sir. Das wäre anmaßend. Okay. Okay. Oh, das ist mit Sicherheit immer noch dasselbe. Dann können wir gleich noch eine Mission fliegen. Ist ja zeitlich locker drin. Ja, das ist dasselbe. Dann geht die Post. Mission. Können wir uns an die Arbeit machen? Ich bin soweit. Ein konföderierten Ziviltransportschiff ist im Orsini-Gebiet unterwegs. Es benötigt Begleitung. Insbesondere, da uns die Abwehr gemeldet hat, dass die Kilowathi eine neue und gut getarnte Rakete testen wollen. Oh ja. Yeah. Die Konföderierten haben diese neue Waffe Skipper getauft, weil die Rakete alle paar Sekunden hinter ihrer Tarnung verschwindet und dann wieder zum Vorschein kommt, um mit ihrem Ziel in Verbindung zu bleiben. Man kann sie also immer nur für ein paar Sekunden orten. Hier steht also das Leben von Privatpersonen auf dem Spiel. Ich gebe mein Bestes, Captain. Davon bin ich überzeugt. Ja, dann. Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Tja, das sind also Ich nehme Cobra. Cobra. Auch wenn Flint jetzt dazugekommen ist. Ich brauche die bei dieser Mission schlechtweg. Sie können jetzt starten. Haben wir die Thunderbolt eigentlich schon mal von innen gesehen? Ich glaube nicht. So, auf geht's. Feind gesichtet, Colonel. Oh. Das erinnert doch irgendwie an die erste oder eine der ersten Missionen im Wing Commander 4. Nur, dass sie dort gejammert haben. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Na komm, jetzt. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Sofort an meiner Flanke formieren! Ja! Um die kümmere ich mich. Alle Achtung, Sir! So lange wie ich kann. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Ja, Sir. Ja. Alle Achtung, Sir. Na komm, dich kriege ich auch noch. Na komm. Bums. Oh, ist doch schon mal bis hier in Bombe gelaufen. Weiter geht's. Feind gesichtet, Colonel. Ja. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Unbedingt da drauf. Das Ding müssen wir loswerden, weil der schickt diese Skipper ab. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege hier. Hm. Da ist er schon unterwegs. Die erste. Na komm schon. Tja. Jetzt muss ich so schnell entdecken und abschießen. Komm schon.
Gut. So weit, so gut. Ah, da kommt schon die nächste, ne? Nee, doch nicht. Der Kobra wurde losgelassen. Ich sehe nicht. Dann habe ich ein Problem hier. Komm schon, Torpedo, komm schon. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Eine Schande für mein Volk. Wie geht's aus? Alles Beste. Jawohl, ich hab den Dreckfack erwischt. Da habe ich, glaube ich, etwas abgekriegt. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, klar. Ich glaube, ich musste dafür ganz schön einstecken gerade. Wie sieht's aus? Keine Probleme. Ja, dann schnell weg hier. Ich glaube, dann ist es nämlich schon vollbracht. Der schwierigste Teil. Ah, das sieht auch nett aus. Na komm. Geht nochmal weiter, okay. Noch eine Runde Autopilot. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Nur ein paar Raketen vorweg schicken. Eine Achtung, Sir. Jawohl, ich hab den Dreckfack erwischt. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Na komm, ich schicke euch ein paar Raketen. Die übrig sind. Und ihr könnt da mal eben abdüsen durch den Jump Point. Wie sieht's aus? Keine Probleme. Ja, so super. Die Taste immer noch nicht umgelegt zum Aufnahmestarten und Beenden. Will sie jetzt nicht noch mal beenden? Dann habe ich nämlich jetzt mittlerweile schon 3 Parts. Eine andere Möglichkeit für mich. Doch, die Taste kann ich nehmen, okay. Kann ich Minus machen, okay? Auch gut. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Oh, habe ich das da tatsächlich geschafft, ja. Wundert mich, dass ich plötzlich so gut bin, aber na gut. So viel besser hätte ich mir nun auch nicht eingeschätzt, auf dem Schwierigkeitsgrad. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Ja, kein Ding, ne? Leite Jump-Sequenz ein. Oh. Und tschüss. So. Oh, dann ab nach Hause hier. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gute Neuigkeiten, Sir. Nach Ihrer Landung machen wir einen Ausflug nach Tamayo, was angeblich völlig katzenfrei ist. Außerdem sollen wir die Excalibur-Testflüge durchführen. Toll, nicht wahr? Das wird nett. Das wird richtig nett. Dann landen wir mal fix.
Colonel, wo geht's zur Brücke? Die Konföderierten erwarten meinen Flugbericht. Ich habe die Funksprüche gehört, die reingekommen sind. Seit wann haben Sie Flash als Spitznamen? Seit meinem ersten Akademietag. Ich finde, man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man Stil hat. Der Vogel ist noch Geheimsache, Freunde. Können Sie Ihre Leute ein Weilchen davon fernhalten, Colonel? Christopher Blair. Ah, über Sie habe ich mal was gelesen, aber das ist schon ewig her. Stimmt's, dass Piloten nicht alt werden, sondern besser? Der Kleine ist ein Klugscheißer. Nur die guten Piloten. Warten wir es ab, ob man auch mal was über Sie lesen kann. Den Depp. Erstmal gleich ins Gesicht. Oh, und dann bis zum nächsten Part.